Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM22. Wir sind wieder so ein bisschen im Aufwind, wollen unsere Form aus der letzten Woche oder aus der letzten Folge ja gerne weiter mitnehmen. Heute Atletico, dann haben wir zwei Länderspiele noch und dann Atletico Bilbao wird anstrengend. Was nicht so anstrengend ist, ist diese Vertragsverlängerung, die wir angeboten bekommen. Das ist ganz schön, 4 Jahresvertrag, 9. Nicht ganz so viel Geld, aber dürfte ein bisschen Jobsicherheit geben und vielleicht auch ein bisschen bei der Kaderplanung helfen. Ich glaube, das ist alles in Ordnung und ich hatte selbst angefragt, alles schön hier, 16,25 ist okay. Titel in der Champions League gibt mir unglaubliche 47.000. Die sind auch so geizig, das ist unglaublich. Aber ja, sieht gut aus, dann unterschreiben wir den Vertrag. Und spielen jetzt gleich gegen Atletico Madrid, während Barbera traurig ist, dass er momentan anscheinend so wenig Geld verdient. Aber wir können das Problem lösen, nachdem Senor Franco das Problem nicht lösen konnte. Ach, David Alba hat sich leicht verletzt, aber das ist nicht so schlimm. Ist ja eh nur für die U21 relevant. Und wir spielen gegen den 6. auswärts. Wir sind selber auf Platz 8. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wenn wir dieses Spiel gewinnen könnten, wären wir halt jetzt schon wieder auf einem europäischen Rang. Kabic kann immer noch nicht. Ich glaube, nach der Länderspielpause kann er dann endlich mal aufgestellt. Ist schon. Fitness ist nicht ganz so geil. Da haben wir immer noch ein paar Struggles. Aber das wird dann auch irgendwie schon noch werden. Ich würde sagen, wir legen los. 4 Änderungen sind's. Casas kommt rein. Iglesias, Correa und Mikautadze kommen ebenso rein. Für Anderson, Franco, Marinov und Solanke. Und ich hoffe, dass wir Atletico zeigen können, dass wir dann doch noch eine ganz solide Mannschaft sind. Wäre sehr, sehr schön. So, Jungs, auf geht's. Atletico das erste Mal seit Jahren mal wieder ansatzweise gut. Die waren ja so schlecht die letzten In-Game-Jahre bei uns, dass man sich da echt gefragt hat, was da los ist. Wir hätten ein Jahr sogar fast abgestiegen. Aber jetzt sind sie wohl wieder ansatzweise dabei und ich hoffe, dass wir den Trend von Atletico brechen können. Ait Nouri. Coelho, ja, kann sich da ein bisschen Luft verschaffen. Nimmt Sonjoda mit. Flanke auf Vicente, aber Vicente ist halt in Sachen Kopfballspiel leider kein Kabic. Und deswegen geht der Kopfball auch deutlich weiter über das Tor, als er eigentlich sollte. Sonjodas Eckball kommt rein für Juan Fernandes und dann wird auf der Linie geklärt von Marcos Llorente. Glaube ich zumindest, dass er war, aber müsste eigentlich. Ich glaube, ich habe Llorente gelesen. Ah, schade. Juan Fernandes, dicke Chance. Hat auch gleich Geld mal bekommen. Ich hoffe, der reißt sich zusammen. Heute mal im Verbund mit Casas. Hat sie nicht so oft gegeben, weil Juan Fernandes am Anfang noch verletzt war. Dann gab es erst Anderson, Casas. Ja, Mikautadze, sehr schön. Führung für uns. Nach 20 Minuten. Durch Mikautadze. Juan Fernandes bekommt den Ball von Casas. Vicente mit einem wunderschönen Ball auf Mikautadze. Stark verarbeitet und dann schöner Schuss von Mikautadze an Jan Oblak vorbei. Zur Führung. Weiter so, Jungs. Würde uns momentan auf Platz 6 hieven, aber ist ja noch nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Minütchen hier in dieser Partie. Boto hat auch ein bisschen Platz. Flanke kommt sehr lang. Coelho in die Mitte. Sonjoda scheitert. Oh, Oblak war schon geschlagen. Der ist schon vorbeigerannt. Aber leider schießt dann Coelho nur den Gegner ab. Oh, Eckball für Atletico. Da waren wir zuletzt nicht gut. Huerta steht am kurzen Pfosten sehr frei und köpft den Ball zu unserem Glück rüber. Und vorbei. Beides gleichzeitig. Wir müssen auf jeden Fall das 2-0 nachlegen, während Boto sich mal wieder verletzt hat. Hat was abbekommen, ich weiß nicht was. Ist sogar gerade draußen, also uns fehlt gerade der Rechtsverteidiger. Ah, schön gespielt von Yoda. Kongna, schön gespielt immer auf Coelho. Kriegt er den jetzt irgendwie in die Mitte? Sieht gut aus. Kongna schießt vorbei. Oh, alter Schwede, ey. Ja, Ballbesitz ist gut, aber wir machen zu wenig aus unseren Chancen. Unterschenkelverletzung. Ich werde mal kurz erst gucken, was das für eine Unterschenkelverletzung ist. Ah, sehen wir leider noch nicht. Jetzt kommt erstmal Scott McTominay rein für Koke. Boto spielt auch ein gutes Spiel.
Ja, Szene für Atletico. Bisschen Ballsicherheit für die Heimmannschaft. Huerta eben schon den Kopfball daneben gemacht. Dieses Mal prüft er Soriano ordentlich. Ich habe auch keinen Rechtsverteidiger mitgenommen, weil wir leider nur 7 Spieler auf der Bank haben dürfen. Ist ja der Erste halt so ein purer Luxus, ne, mit den 12 Auswechselspielern. Auch Vicente sollen wir auswechseln, auch der hat alles gezeigt, was er hat. Schöner Ball von Botha auf Vicente, unsere rechte Seite sollte vielleicht wirklich ein paar neue Einflüsse dann gleich bekommen, wenn beide Spieler nicht ganz fit sind. Iglesias, Kongna, oh, das war nicht gut, aber gut aufgepasst von Casas, weil er halt nur hier auch weit aufgerückt ist. Wie immer halt in unserem Offensivspiel. Sieht gut aus. Aitnuri kriegt er den gut rein. Vicente! Und dann ist es, glaube ich, eine Monster-Grätsche eher gewesen als ein schlechter Abschluss. Wir spielen mit dem Feuer. Wir müssen halt schon 3-0 führen und machen das nicht. Das könnte noch ganz, ganz schief gehen, wenn wir hier eine blöde Sache machen und die nicht von irgendeinem Einzelspieler dann stark geklärt wird, wie beispielsweise gerade von Casas. Genau das könnte uns kosten, während Lemar jetzt an Boto vorbeigeht. McTominay, guter Ball auf Philippe. Ein bisschen zu weit nach links eigentlich gespielt, aber Ball ist halt super heiß für Atletico. Llorente mit einem starken Ball und dann ist es Silas, der am Tor vorbeiköpft. Meine Güte. Jungs, das Ding hier muss schon lange dicht sein und versiegelt. Und wir machen das nicht. Hatten echt viele, viele Chancen hier, das Ding klar zu machen. Und machen es einfach nicht. Wir brauchen jetzt das 2-0, ansonsten macht Atletico ziemlich sicher noch den Ausgleich. Auch wenn es nicht verdient wäre, meiner Meinung nach. Julian haben wir gerade reingekommen. Iglesias, guter Ball, Ibanez! Och, meine Güte, Alter. Die nächste dicke Chance, die wir vergeben. Jetzt kommt Engesan rein, gleich für Boto, aber erstmal noch die Szene sehen. Ärgert mich sehr, dass wir Nunez nicht mit haben. Silas, Kopfball nicht gut. Juan Fernandes, Kopfball besser. Ibanez ganz, ganz schlecht. Absolute Einladung, die er da verschickt hat an Atletico. Silas, jupp. Und kein Abseits. Ja, wie oft soll man es halt der Mannschaft noch sagen, dass sie den Ausgleich kassieren, wenn sie nicht langsam mal aus ihren 2 Millionen Chancen das 2 zu 0 machen? Aber sie kapieren es ja einfach nicht. Selbst besiegt, mal wieder. So unfassbar dumm können halt auch nur wir sein. Kriegen wir vielleicht noch einen Führungstreffer hin? Hab alles da vorne geworfen. Coelho, guter Ball, Ibanez, Ibanez! Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, ey. Von 17 Schüssen sind mickrige 4 aufs Tor gegangen. Leute, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. Das kann nicht euer fucking Ernst sein. Das Spiel muss hier 5-0 für uns ausgehen. Halt dein Maul, Perai, bitte. Ey, es ist unfassbar. Ja. Es ist unfassbar, wirklich. Wie kann man nur so dumm und dämlich sein? Wir hatten so viele Chancen auf das 2-0. Ibanez alleine hätte schon 5 machen müssen aus seinen 2 Chancen. Und er macht halt einfach nichts. Oh, ich bin so froh, wenn Kavic gleich wieder da ist, ey. Ibanez ist noch 5 Jahre entfernt von A-Leistung. Meine Fresse, ey. Und wieder Punkte verloren. Ey, die Punkte, die du halt mittlerweile diese Saison verloren hast, die kannst du nicht mal an 5 Händen abzählen, ne? Da brauchst du schon 20. Ist mir egal, dass wir noch gar nicht so viele Punkte überhaupt hätten holen können, aber es geht halt nicht, ne? Es ist halt unfassbar, wie viel wir haben liegen lassen. Das Spiel gerade war auf einem fast ähnlichen Level, finde ich, wie, ich glaube, Levante war es, gegen die wir verloren haben, wo der Keeper eine 9,8 hatte. Alter, ja, wir hätten so schon auf Platz 6 sein können. Seid ihr Vollidioten, ey. Wir müssen wirklich einen harten Umbruch vollziehen. Geht nicht mehr. Ich habe mich übrigens auch entschieden, das wären wirklich unsere beiden letzten Spiele für Andorra wären. Ich hatte noch
den Vorschlag gelesen unter den Kommentaren, dass ich doch vielleicht die Spiele oder Nationaltrainer bleibe und die Spiele halt einfach offscreen mache oder nur eine Zusammenfassung gebe oder so. Aber ich glaube, das macht so für mich keinen Sinn. Ich glaube, das könnte schon Sinn machen an sich. Aber ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt unter Nationaltrainerposten. Das war früher, als ich das mal gemacht habe, ein bisschen anders. Alleine, dass wir halt kein Training haben, wundert mich schon sehr. Da finde ich auch die Team-Cohesion dann irgendwie ein bisschen sehr fragwürdig in Sachen Team oder Teamtaktik. Weshalb ich da nicht das wirklich nachvollziehen kann. Ich sehe das nicht so wirklich, dass ich da großartig viel Einfluss auf die Spieler habe. Und darum wollte ich es eigentlich erst machen. Da wir jetzt eh erstmal keine Chance haben, an einem großen Turnier teilzunehmen, weil die WM wird definitiv nichts werden, brauchen wir das erstmal nicht machen. Nations League könnten wir höchstwahrscheinlich aufsteigen, aber da konzentriere ich mich lieber auf den FC Andorra, damit wir da jetzt noch innerhalb der verbleibenden Saisons, da habe ich mir vorhin ausgerechnet, dass wir ungefähr diese Saison und danach noch drei haben werden, bis wir dann bis Anfang November halt spielen können. Müssen wir mal gucken. Aber gerade wenn dann halt Länderspiele wegfallen würden, wäre das natürlich ein bisschen schöner. So, Haaland ist der beste Spieler der Welt. Gefolgt von Mbappé, Lautaro Martinez, Musiala, Jude Bellingham, Salah, Donnarumma, De Ligt, Adeyemi und Havertz. Die komplettieren, oder der komplettiert dann die Top 10. Und wir gucken jetzt erstmal, wie wir mit Andorra spielen werden, ne? Jetzt geht es eigentlich quasi nur noch darum, einen schönen Abschluss zu haben gegen Belarus und gegen die Färöer Inseln. Sollte ja nach Möglichkeit eigentlich auch jetzt nicht so schwer werden, sollte man meinen, aber man weiß ja nie, was die Vollidioten so machen. Und ja, der Grundgedanke war wirklich halt, wenn wir schon so früh in die Nationalmannschaft gehen, dass wir es schaffen, irgendwie die Spieler zu verbessern, dass die Spieler gut werden, aber das werden sie ja halt nicht. So, Juan Fernandes ist nicht ganz fit, Vicente ist nicht ganz fit, da gehe ich mal auf Trigueros. Boto auch nicht fit, aber dann spielt Núñez. Und Vargas wieder vorne. Gucken wir mal, ne? Belarus hat man besiegt. Färöer Inseln auch so. Ich glaube, die Färöer Inseln war dieses krasse Spiel mit dem 6 zu 4, wo gar keiner mehr verteidigen wollte. Belarus war, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Gucken wir einfach mal. Wir spielen übrigens in Rot, haben jetzt den Ball gewonnen. Vargas. Nee. Mm-mm. Mm-mm-mm-mm. Oh, Guilherme kriegt den Ball aber geschenkt und. Wir mussten uns echt verabschieden, ne, von Guilherme. Das ist ja unfassbar, wie schlecht der Typ einfach spielt. Der hat so gute Werte. Aber manchmal klappt es halt einfach nicht. Ich meine, das ist ja auch gut im FM. Ich sag's immer wieder, klar nervt es mich, dass er nicht funktioniert bei mir. Aber sehr schön. Vargas, erstes Tor für ihn, sehr schön. Aber irgendwo ist es doch auch schön, dass halt ein Spieler, egal wie gut er Werte hat, auch manchmal einfach nicht funktioniert. Weil sonst wäre der FM ja noch einfacher als ohnehin schon ist. Und das wollen wir alle nicht. So, bitte nicht auf der Führung ausruhen, das wäre sehr blöd. Nicht ganz so gut geklärt. Oben hat Barkowski jetzt viel Platz. Flanken nicht. Starkes Tackling von Baez. Läuft und läuft. Guilherme, guter Ball auf Vargas, aber der kommt dann nicht durch. Francisco, großer Fehler. Oi, Kerl, war das auch nicht so sicher. Oh, schon schade, ne? Wir hätten es halt, glaube ich, echt schaffen können auf Platz 2. Türkei liegt auch gerade hinten gegen Wales, ja. Typisch, komm, sagt man das. Jungs, ihr habt noch mehr drauf. Vor allem, ihr müsst auch noch mehr drauf haben, weil ich glaube, das wird eine schwierige zweite Halbzeit werden. Schade. Eigentlich schöner Ball, wollte ich sagen, auf Vargas, aber der hätte dann auch mal ein bisschen laufen müssen. Und ich glaube, das macht er mit. Wow, Wales 2-0 gegen Türkei. Oh, großer Fehler von Juan Fernandes. Dembo schießt vorbei.
Essen. Jetzt habe ich meine Liste schon gelöscht, übrigens, weil für mich schon feststand, dass wir den raushauen. Rato kommt mal rein für Vajes. Nicht ganz so fit mehr. Hermes Eckball kommt auf Francisco, aber kommt auch leider nicht richtig an. Und yes, Flanke sieht sehr gut aus. Ah, Vargas ein bisschen überrascht, dass der Perenin da wohl nicht ganz richtig an den Ball angekommen ist. War dann überrascht, dass er dann doch so durchkam. Schade. Ich muss mal gleich dran denken, dass wir bei Vargas das Training einstellen und gleich mal auf Speed bei ihm gehen, falls ich das noch nicht gemacht habe. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen hoch, weil ich glaube, dann könnte echt ein guter Spieler sein. Trigueros pennt rum bei dieser Situation. Potapenko. Unten ist der Glatzkopf gefährlich, die 11. Ah, der ist sehr gefährlich. Erstmal geklärt, Trigueros. Klärt eigentlich auch gut, aber Vargas pennt halt alleine rum. Das darf dann auch nicht passieren. Ah, ist nicht gut. Aber auch der Kopfball ist somit nicht gut. Jungs, schränkt euch mal jetzt bitte ein bisschen mehr an. Reicht jetzt langsam mal. Belarus darf gerade irgendwie alles in diesem Spiel machen und das ist halt super unnötig. Nächster guter, dieses Mal ein guter Kopfball. Egal, Vardes hat dieses Mal den Ball, aber safe. Sehr viel zum Auswechseln haben wir auch gar nicht mehr. Rato kommt hier durch. Rato. Ah, Vargas. Das, ey, was die alles an Chancen vergeben, ist ja nicht mehr feierlich. Ich werde mal trotz guter Note Javi Funes reinbringen für Vargas. Vielleicht macht der wenigstens auch ein Tor mit seinen 6 Finishing. Und dann werde ich wohl Lopez rausnehmen und... Ah, Trigueros. Mei, Alter. Langsam ist aber ein bisschen lächerlich, ne? Was wir hier alles liegen lassen schon wieder. Ist ja quasi wie eben. Cabrera kommt dann rein. Ist echt lächerlich, was wir hier alles liegen lassen. Ist wie das Atletico-Spiel eigentlich. Also würde mich nicht wundern, wenn jetzt gleich der Ausgleich kommt. Ja. Oh, kein Gelb-Rot, aber dafür das Gegentor. Ja, es ist das exakte Beispiel gerade. Oder das gleiche Spiel wie Atletico. Es ist einfach unfassbar dumm. Wir haben so viele Chancen gehabt, hier das 2-0 zu machen. Ach, Jungs, ernsthaft jetzt? Und ich krieg diese Mannschaft halt auch nicht mehr gut innerhalb dieser YouTube-Serie. Ja, Javi Funes macht auch das Tor zum Sieg in der 96. Mal plus 5. Aber trotzdem. Also, um Andorra zu einer guten Mannschaft zu machen, brauche ich wirklich mindestens noch 10 Ingame-Jahre. Und so lange werden wir nicht mehr spielen. Weil die ganzen Spieler, die wir jetzt haben, die vielleicht was werden könnten, die brauchen noch so Ewigkeiten, bis sie was Gutes werden. Und dafür bräuchten wir eigentlich auch bessere Infrastruktur beim FC Andorra. Nee. Und es macht dann irgendwo auch dann keinen Spaß. Also, und Spaß sollte immer an oberster Stelle stehen. Deswegen wird jetzt das Färöer-Inseln-Spiel unser letztes Spiel für die andorranische Nationalmannschaft. Vielleicht kann ja der Nachfolger ein bisschen was reißen. Wir werden nochmal schauen, wie wir das machen mit der B und U19. Aber ich glaube, da werde ich dann auch ordentlich aussortieren. Ich gehe dann, glaube ich, ab nächster Saison, Stand jetzt, ne? Kann ich mich noch sehr, sehr umentscheiden natürlich. Wow, 10-0. Ach, Italien gegen Luxemburg. War natürlich schön, dass Vargas getroffen hat. Wir haben hier niemanden drin, weil wir auch keinen Spieler verkaufen. Stand jetzt würde ich wahrscheinlich so nächstes Jahr meinen Kader aufstellen. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Geld drauf an, dass ich in allen Mannschaftsteilen eher darauf achte, dass ich mindestens 6 Spieler aus Andorra habe. Und sonst war es das. Also nicht irgendwie gucken, dass ich großartig die Spieler durch die B-Mannschaft für die Nationalmannschaft entwickle oder so. Den Traum hake ich dann ab. Aber dass ich dann halt in diesem Safe jetzt hier mit euch noch ein bisschen was gewinnen kann. Weil bisher hatten wir ja nur die dritte Liga gewonnen. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ich bin da sehr ambitioniert und möchte da gerne eigentlich noch mindestens 4 Titel eigentlich holen dieses Jahr. Und Stand jetzt wird das sehr, sehr schwer werden, weil den Kader haben wir noch lange nicht.
Je nach Losglück kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Jahr Copa del Rey was reißen können. Weil an guten Tagen können wir auch mit der schlechten Form, die wir haben, jetzt am Anfang trotzdem immer noch Barca oder Real besiegen. Aber dafür müssen wir dann halt auch wirklich diese guten Tage haben. Aber ja, am Ende des Tages, ne? Alles jetzt erstmal Träumerei. So, Vicente kommt rein für Trigueros. Rui Ribeiro kommt rein für Macario, der ja auch wirklich ganz, 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 ganz kurz davor war, mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. War ja wirklich sehr, sehr lieb vom Schiri, dass er da nicht die rote Karte gezückt hat. So, und dann unser letztes Länderspiel gegen die Färöerinseln. Und dann mal schauen, wie die Tabelle am Ende aussieht. Aber wir haben ja eh genug liegen lassen, gerade gegen Royals. Lopez macht das 1 zu 0 nach 6 Minuten. Ich hoffe, es wird nicht wieder ein 6 zu 4 werden. Ach, Vicente war es. Sorry, ich habe Lopez gelesen. Habe ich Vicente gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Das wird wirklich ein 6 zu 4, oder? Nee, die Latte verhindert den Gegentreffer. Sehr, sehr glücklich. Ich glaube, das Gute ist auch, selbst wenn es gefühlt nur Peanuts sind, ach, mir ist voll idiot, werden wir durch die quasi jetzt Auflösung der B- und U19-Mannschaften ordentlich Geld nochmal reinbekommen. Wenn ich da jetzt wirklich nicht jede Position doppelt besetze. Wir haben ein paar starke Talente, die werde ich natürlich behalten, auf jeden Fall. Aber der Kader wird sich wirklich stark verändern, egal wie viel Geld ich habe. Oder bekomme. Weil das Geld muss ich mir natürlich dann irgendwie einheimsen. Durch wahrscheinlich Jhil Hermes Verkauf. Also Jhil Hermes steht ganz oben auf meiner Verkaufsliste. Ich hoffe, dass wir da wirklich 40 Millionen für bekommen. Weil der Typ ist halt einfach Trash. Und yes. Ah, und jetzt kriegen wir den Elfmeter. Also 6 zu 4 incoming anscheinend. So, Jhil Hermes schnappt sich diesen Ball. Würde mich nicht wundern, wenn er ihn verschießt. Aber er macht ihn sogar echt souverän rein. 2-1. Warriors liegt aktuell in Front gegen Belgien, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Waliser haben dann nochmal ordentlich aufgeholt. Jungs, könnt ihr vielleicht einfach mal verteidigen? Ist Färöerinseln irgendwie so ein Cheatcode, dass die auf einmal richtig stark offensiv sind? Anscheinend. Ja, Ball in die Mitte, Sicardo ist weit weg und dann ist schon wieder der Pfosten. Der beste Verteidiger von uns. Ach, Wales ist gegen Belarus. Belgien, Türkei ist gerade 1-1. Ja, es sind momentan 6 Punkte, ne? Hätten wir easy geschafft, wenn wir nicht so blöd gewesen wären. Starker Freistoß, aber Lopez hat dann leider das Lattenpech. Ja, nicht selbstzufrieden werden in diesem letzten Spiel, bitte. Für mich. Oh, sie haben Vargas verletzt. Fußverletzung. Andrej Rato wird reinkommen. Dann werde ich auch noch Fernandes gleich mal rausnehmen, damit er dann gleich fit ist für das Bilbao-Spiel. Was mir natürlich deutlich wichtiger ist, als hier dieses unnötige Spiel gegen die Färöerinseln. Wer ist denn noch wichtig? Vicente sollte vielleicht fit sein noch. Dann kommt Trigueros rein. Dann haben wir eigentlich schon alle Wechsel, die wir vollziehen können. Würde sonst doch gerne Jhil Hermes rausnehmen, aber würde wahrscheinlich eh Kongenau spielen. Vielleicht sogar Pereira ist abseits. Nicht? Ich wollte gerade schon meinen. Ich stand halt schon ein paar Meter weit vorne. Jungs. Oh, schon wieder Pfosten. Dieses Mal mit Hilfe von Nikal war das aber. Eieieiei. Türkei führt jetzt gegen Belgien. Gut, 8 Punkte sind natürlich ein bisschen etwas schwieriger als 6, aber ja. Ich bin trotzdem weiter in der Meinung, hätten wir ein bisschen mehr Klugheit walten lassen, hätten wir hier die Quali auf Platz 2 geschafft. Schöne Konterchance. Rato, Vargas chillt ein bisschen zu sehr schon wieder. Rato hat genug Optionen weiterhin. Flanke kommt leider nicht so gut. Trigueros, Jhil Hermes und dann ist es halt immer noch Jhil Hermes.
Leute, jetzt, ey, warum haben wir denn nicht einfach so viele Szenen gegen Faroer Inseln? Sicardo geht auch einfach nie zum Kopfball hoch. Ich bin geneigt dazu, jetzt gleich ein bisschen den Speed anzukurbeln, ne? Weil ich wollte jetzt eigentlich mit dem letzten Spiel auch nicht so viel Zeit verschwenden. Andernfalls ist es halt immer noch ein enges Spiel und... Könnte noch alles passieren. 6 zu 4 wäre auch noch nicht ausgeschlossen. Starker Ball. Sehr starker Ball. Starkes Tackling von... Ich will mal Darwin Núñez sagen, aber das ist ja Daniel Núñez. Ich hätte sehr gerne Darwin Núñez. Bitte, FM, schenk ihn mir. Aber wir haben so oder so stark mitgehalten, ne? Kein Unentschieden bisher. Hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. War ein Fehler von mir, das gerade zu sagen. Jupp, war ein großer Fehler, aber es ist abseits. Wir haben keinen Wechsel mehr. Nachspielzeit beträgt 5 Minuten. Und das war's. Wir gewinnen unser letztes Spiel als Nationaltrainer mit 2:1 gegen die Faroer Inseln. Jeder hat mit der Niederlage gerechnet. Nee, eigentlich nicht. War ein interessantes, kurzes Abenteuer. Nations League und EM-Quali. Am Ende leider nicht so überzeugend, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ja, wann läuft das schon mal so, wie ich es gerne gehabt hätte? Vargas hat sich eine Knöchelverstauchung zugezogen. Nicht lange, also fällt er aus. Und ja, das war's dann mit uns. Ich werde nur noch einen Tag nach vorne gehen, zur Sicherheit. Länderspielzeit endet. Und dann war's das. Mit uns. Als Nationaltrainer. So, Andorra, Nation, sofort. Jupp. So, Bestätigung ihres Rücktritts. Jo, andorranischer Fußballfan hat ihr Rücktrittsgesuch erhalten und angenommen. Und Minar könnte anscheinend der neue Trainer werden. Naja, mal gucken, ne? Schauen wir mal. Aber ich glaube, es ist okay. Können uns jetzt schön auf den FC Andorra konzentrieren. Mal schauen, was der neue Vollidiot so macht, ne? Und dann mal gucken. So, jetzt haben wir noch Athletic Bilbao. Die sind momentan auf 16. Schlechte Saison bisher für die. Würde aber trotzdem die Füße stillhalten, weil wir auch. Und wir haben ja momentan jetzt immer noch das Problem, dass wir einfach keine Tore oder nicht genug Tore schießen. Oder dann halt eben genau noch dieses Gegentor kassieren, was wir nicht kassieren dürften. So, Scouting abgeschlossen. Stimmt, das habe ich gerade komplett vergessen. Das habe ich ja gerade noch in der Folge gemacht. So. Da ist nur einer, und zwar einer aus Honduras, nicht komplett gescoutet. Den nehme ich jetzt mal raus. Dann habe ich nämlich 229 Spieler und kann dann mit euch bestimmt schon im Winter einen verpflichten, wenn ich möchte. Und... der Preis schön ist. Hauptaugenmerk wird aber dann erstmal natürlich sein, Spieler richtig zu scouten für den Sommer. Nur weil ich gesagt habe, harter Umbruch heißt natürlich nicht, dass jetzt irgendwie alle aus der A-Mannschaft gehen sollen. Das wäre jetzt ein bisschen zu krass. Zumal wir ja auch ein paar Talente haben, die auf jeden Fall bleiben sollten. Bei einigen müssen wir halt, gerade bei Kabic müssen wir auch schauen, wie der sich jetzt präsentiert nach seiner echt harten Verletzung. Wäre natürlich hart bitter, wenn er jetzt auch überhaupt nicht mehr performt, nachdem er jetzt unser Topverdiener ist, weil ich glaube, den dürften wir ganz schwer loswerden mit diesem Gehalt. Wobei das Gehalt ja noch gerade so geht, ne? Die Gehälter, die wir haben, sind ja absoluter Pipifax, ne? Ich meine, 50.000 ist schon ordentlich, aber können sich halt viele, ey, diese Verletzung dieses Jahr, können sich halt sehr, sehr viele Vereine leisten. Soniola fällt 3 Wochen aus, fällt für ganz wichtige Spiele, unter anderem gegen Manchester United aus. Ach, meine Güte, ey. Also dieses Jahr haben wir wirklich krass viele... Was? Ich wollte gerade schon sagen, unser Alba. Dieses Jahr haben wir echt krass viele Verletzungen. Zeigt für mich aber auch schon wieder, dass es einfach nur Glück oder Pech ist. Weil der Trainingsplan hat sich nicht geändert, seitdem wir diesen Save gestartet haben. Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich so viele Verletzungen haben. Weil ja einige von euch bestimmt ab und zu denken, dass mein Trainingsplan viel zu krass ist, ne? Weil ich ja wirklich... Oh, Kabic hat schlecht trainiert gleich mal, als er zurück ist.
Dafür haben wir drei Spieler, die gut trainiert haben. Ist auch schön mit Ibanez, Pablo und ich glaube, Boto war der letzte. Ich glaube, viele denken von euch. Ach, danke, danke, ich sehe es gerade. Vargas, Pace entwickeln haben wir schon. Okay, fünf halt. Fünf Leute, boah. Ich möchte jetzt aber auch nicht meine Taktik dafür umstellen, ne? Ja, nochmal zu dem Thema, weil ich ja immer drei Einheiten pro Tag habe, teilweise halt auch ein bisschen krass spiele oder trainieren lasse. Deswegen kann ich es verstehen, wenn Leute denken, das ist zu krass. Aber ich habe damit halt keine Probleme. Mein Trainingsfortschritt sieht immer gut aus, meiner Meinung nach. Ich habe das für mich so über die Jahre als das Mittel entdeckt, was gut für mich ist. Und habe da eigentlich auch nie großartig Verletzungsprobleme. Und wenn es ist wie jetzt, das ist halt einfach nur Pech, weil warum sollte jetzt nach der, was haben wir jetzt, die siebte Saison? Warum sollte jetzt in der siebten Saison auf einmal beim gleichen Trainingsplan immer auf einmal die große Verletzungsmisere losgehen, nachdem ja vorher nie was war? Deswegen sehe ich es nicht wirklich ein, meinen Trainingsplan dafür verantwortlich zu machen. Wäre für mich absoluter Unsinn. Nur weil es jetzt halt auf einmal Verletzungen gibt. Ich bin gespannt, sehr gespannt, was Bilbao so macht. Ich sende heiße Anwärter auf Europas Golden Boy. Mal gucken, ne? Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass er der beste, das größte Talent ist. Also zählt ja auch viel rein, wie viele Einsatzzeiten der Spieler schon bekommt. Und das ist ja bei Vicente wirklich extrem viel. Und ich glaube, deswegen hat er vielleicht doch Chancen. Aber erstmal jetzt nur Augenmerk bitte auf Bilbao. Atletico, unser letzter Gegner, hat 1-1 gespielt gegen Girona, haben in der 92. den Ausgleich kassiert. Habt ihr euch verdient. Sevilla hat in der 94. gewonnen durch einen Hattrick von Villalibre. Alles klärchen. Ich hoffe mal, dass wir von späten Gegentoren jetzt verschont bleiben. Aber selbst erstmal bitte die Türchen vorne machen. Ich hoffe auch übrigens mal, dass der FM ein bisschen schneller wird, jetzt wo wir die Nationalmannschaft weggemacht haben. Kaderplanung werde ich übrigens jetzt ab der nächsten Offscreen-Phase machen. Dann werden wir auch anfangen, die Spieler zu scouten, die ablösefrei sind im Sommer. Soneora haben wir gesehen, müssen wir ersetzen. Ibanez wird ersetzt durch Kabic. Peray kommt dann rein. So, lassen wir das sonst so? Ich würde sagen, ja. So schlecht war es nicht gegen Atletico. Wir haben einfach nur verpasst, dann die Tore zu machen. Vielleicht kann ja Kabic dann in seinem Comeback auch ein Türchen machen, aber ja. Schwierig. Frank Lampard ist also Trainer für Athletic Bilbao, die immer noch einen starken Kader haben. Aber da kommt es natürlich auch mal sehr darauf an, was sie im Intake bekommen, weil sie ja eben nur Basken verpflichten dürfen. Und trotzdem immer noch ein sehr starker Kader oder sehr gefährlicher Kader, ja. Kein Iñaki Williams, das könnte uns sehr, sehr helfen. Der war immer brutal krass gegen uns. Vielleicht auch einer der Gründe, warum Bilbao nicht so stark ist. Ist der in Rente gegangen? Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Sie haben ihn auch nicht verkauft. Sie haben Nico Williams verkauft letztes Jahr. Was ist mit Iñaki Williams? Der spielt noch da. Okay, er ist momentan verletzt. Deswegen. Auch nicht so eine krasse Saison. Aber jetzt erstmal bitte gut spielen, Jungs. Wir extra gerade auf die Fitness geachtet, noch so ein kleines bisschen bei der Nationalmannschaft, weshalb Fernandes eigentlich fitter sein sollte, ist er aber leider nicht. Boto schon mit einer frühen Gelbe, Vicente hat auch nicht mehr allzu viel Fitness. Soriano auf Casas. Langer Ball nach vorne auf Coelho, starke Ballannahme von ihm.
Kommt hier auch gut durch. Mikau tat sich schön auf. Nee. Wohin? Was soll das für ein Schuss sein? Wirklich jetzt? Glaube ich dir nicht. Ist das nicht dein Ernst? Eine Szene in der ersten Halbzeit. Schöner Ball, Coelho. Ach ja, von da schwierig. Kriegen wir den Ball nochmal? Perai? Ja, nee, leider nicht. Oder vielleicht doch? Einer müsste jetzt mal eine gute Idee haben. Boto, Kongna. Schöner Ball, Mikau Tatze. Ball auf Coelho und der bleibt hängen. Können wir vielleicht mal ein Türchen machen? Ins richtige Tor? Fernandes kriegt ihn nicht. Eieiei. Schon wieder so viele gute Chancen liegen lassen. Meine Güte. Brudis. Cabbage feiert sein Comeback. Brudis. Kongna und Boto übrigens mit Gelb, die müssen aufpassen. 20 Minuten nur noch. Boto hat ihn. Mikau Tatze. Guter Ball auf Perai. Schöner Ball auf Cabbage. Cabbage, Cabbage. Coelho. Yes. Endlich, Alter. Erstes Saisontor. Ach du Schande, ey. Endlich, ey. Aber auch megamäßig hochverdient, ey. Engesan kommt rein. Hier haben wir es schön schnell gespielt. Perai dann nochmal auf Cabbage. Der lässt sich dann noch zu lange Zeit, zögert zu lange. Dadurch wird der Abschluss nicht gut. Jetzt wird er einfach kein Gegentor mehr kassieren. Das Problem ist, wir bauen noch nicht einen einzigen Torschuss. Jetzt haben sie ihn. Und der war nicht drin. Unglaublich, FM. Was ist los mit dir? Schönheimer kommt rein für Perai. Letzter Wechsel bei uns. Ich gehe auf Zeitspiel. Zeitspiel ist schon drin. Sieht man bei Juan Fernandes gerade. Bitte, Jungs, ihr macht keinen Scheiß mehr, ne? Bitte. Guter Ball, Coelho. Nice. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr schön. 2-0. Okay, kein Replay, dafür sofort eine Szene. Intradesting. Okay. Da wir vorlegen, relativ vorlegen, sind wir jetzt schon auf Platz 6 hochgerutscht. Sehr schön, 2-0 Sieg. Hätten gut und gerne mehr Punkte in La Liga sein können, diese Folge, aber ist nun mal so. Und ja, dann würde ich sagen, echt haben wir, na gut, am Abend spielen noch ein paar, ne? Den Montag nehme ich jetzt nicht mit, weil ich die Zeit nutzen möchte für Offscreen. Aber die Ergebnisse um 19 Uhr und 20.45 Uhr möchte ich mir gerne noch anschauen. Die sind dann so ausgegangen. Osasuna gewinnt, Real Madrid gewinnt, Real Sociedad gewinnt. Wir sind also auf Platz 7 nach 14 Spieltagen. Könnten allerdings noch von Sporting die Gijón überholt werden. Dafür müssten die aber auch ein Ultraspiel haben, weil sie momentan eine schlechte Tordifferenz haben als wir. Ja, wäre schön gewesen, hätten wir Atletico besiegt, die jetzt punktgleich mit uns sind, nachdem sie eben verloren haben. Da hätten wir einfach mal zwei Plätze mehr, da wären wir punktgleich mit Barca gewesen. Ja gut, kannst halt nicht alles haben, so ist es nun mal. Schauen wir mal, ne, wie es jetzt in der nächsten Folge weitergeht. Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf FC Andorra. Wir haben mit Manchester United den wohl schwersten Gegner in der Champions League noch gegen uns, sind momentan noch Dritter in Gruppe D. Und das Spiel ist sehr, sehr wichtig für uns, weil Lyon höchstwahrscheinlich gewinnen wird gegen Fenerbahce. Also müssen wir jetzt gegen Manchester United mindestens ein Unentschieden holen, damit wir gegen Lyon gewinnen können, um weiterzukommen. Ganz easy. Mal gucken, ob das klappt. So einfach, wie es gesagt ist. Wird sehr schwer. Europa League ist auf jeden Fall schon mal sicher. Wäre ja auch okay. Ansonsten, ja, gucken wir mal, ne? Einfach mal schauen. Auch was mit Kaderplanung dann so abgeht. Talente habe ich jetzt gerade angefangen zu scouten. Da wird vielleicht auch noch was gehen. Aber zunächst einmal muss der A-Kader auf jeden Fall verstärkt werden. Supi, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Heute lief's okay. Mal schauen, was wir dann so nächste Folge machen. Am Mittwoch. Bis dann. Tschüss.